Moin Leute, ich bin jetzt wieder der Einzige, der Artige, der Misanthrop. Willkommen zurück zu Assassin's Creed 3. Wir müssen einem alten, störrischen Mann, der in diesem beschaulichen Herrenhaus irgendwo in der Wildnis wohnt, dazu überreden, dass er uns zum Assassinen ausbildet. Und ich frage mich, wer dieser Mann denn noch ist. Also, schauen wir mal. Vielleicht können wir ihn ja überzeugen. Ich bin nicht wieder. Vielleicht gibt es einen anderen Eingang. Ja. Dann gehen wir eben hinten rum. Von mir aus. Bitte, ich möchte nur einen Moment deiner Zeit. Verzeih mir, wenn ich undeutlich war oder dich mit meinen Worten verwirrt haben sollte. Wer ist das? Ich wollte dich nicht in die Irre führen. Also lass mich das klarstellen. Hau ab von meinem Land! Nö. Ich komme hoch! Ich werde nicht von deinem Land abhauen. Ich gehe erst, wenn du mir das beigebracht hast, was ich lernen möchte. Und wenn du mir das verraten hast, was ich wissen möchte. Ja. So, hör mir doch zu. Wovor hast du solche Angst? Angst? Du glaubst, ich hätte Angst? Vielleicht gar vor einem Hosenscheißer wie dir? Oh, du träumst vielleicht, ein Held zu sein. Ein stolzer Ritter, der die Welt retten will. Aber mach so weiter und du wirst nur eine Sache finden, den Tod. Okay, das ist also unser Mr. Miyagi, ja? Die Welt hat sich entwickelt, Junge. Solltest du auch. Alter, ist aber dickköpfig, der alte Sack. Ich werde nicht gehen, hast du mich gehört? Ich werde niemals gehen. Warte nur, alter Mann. Oh, schon wieder Schutz in den Stellen suchen. Oh, gut, okay. So einfach wirst du mich nicht loswerden. Er ist auch dickköpfig, der alte Sack. Ich frage mich, ob es eine bekannte Figur ist. Du wirst mein Lehrer. Du musst einfach. Ich würde ihn schon irgendwie noch von mir überzeugen. Er ist ein Tattergreis. Das wird einfach. Das hast du schon mal gesagt. Und dann war mein Pferd tot. Und ich hatte ein Pfeilchen. Wer seid ihr? Das geht dich einen feuchten Dreck an, kleine Missgeburt. Oh, sehr freundlich. Hau ab, bevor was Schlimmes passiert. Nein. Nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Oh. Na, dann komm doch her. Zack. Arsch lecken, ich hab doch vor euch. Kleinen Pimmel noch keine Angst hier. Zack, und dann bloß mit bloßen Fäusten hier. Könnt ihr mal sehen. So. Seid kleine Pussys. Ein Regentanz hilft dir auch nicht. Regentanz, ja. Zack, voll auf die Nüsse getreten. Warum seid ihr hier? Was habt ihr vor? Frag's besser den Boss. Wer ist der Boss? Au. Wer ist er denn? Du arbeitest also für den Alten. Das ist ein Irre. Guck mal, der hat da eine wie heißen die Dinger? Diese komischen Stöcke, die Irren haben da. Verwählt? Nee. Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Von Irren.
Vielen Dank. Räum hier auf. Jo, mach ich. Dann sollten wir wohl reden. Aber besser ist das, wa? Ich hoffe, du lässt mich jetzt in dein Haus, alter Mann. Komisch. Ich habe noch gar keinen Regentanz aufgeführt. Trotzdem regnet es. Oh, ich darf tatsächlich reinkommen. Das ist schön. Oh, hier ist es aber gemütlich. Ja, erstmal einen Stuhl kaputt machen, so ist das richtig. Verzeih. Nicht deine Schuld. Hier wird bald alles auseinanderfallen. Ein Wunder, dass es nicht bereits geschah. Also, wer bist du? Die Frage ist eher, wer bist du? Genau. Nun, ich werde nicht einmal versuchen, das richtig auszusprechen. Und jetzt, warum bist du hier? Ich soll nach diesem Symbol suchen. Weißt du überhaupt, was dieses Symbol repräsentiert? Oder worum du mich bittest? Nein. Und doch bist du hier? Der Geist sagte, dass ich... Diese Geister von dir haben die Assassinen schon seit Jahrhunderten verfolgt. Und zwar, seit Ezio die Flasche entkorkte. Du weißt nicht einmal, was ein Assassine ist, richtig? Okay. Er weiß also, wer Ezio ist. Das ist schon mal gut. Ich habe dir eine Geschichte zu erzählen. Und die wird schon eine ganze Weile dauern. Dann schieß mal los. Deshalb verschrieben sich die Assassinen dem ewig währenden Kampf. Naja, wird eben geskippt. Geskippt ist schon in Ordnung. Werden deine Geistervisionen zur Wirklichkeit. Dann halte ich sie auf. Oh, das wirst du sicher versuchen. Ja, komm mit. Ich muss dir etwas zeigen. Vorsicht. Achilles voll. Das war kein Witz. Achilles. Alles auseinanderfällt. Sagt mir gar nichts, der Name. Warum reparierst du es nicht? Wozu denn? Außerdem mangelt es mir an Material. Dann kauf es. Sieh mich an. Glaubst du, ich könnte einfach in den Laden gehen, die Taschen voller Geld und einkaufen? Klar. Ja. Warum nicht? So naiv. Oh. Hier lang. Hat auch ein geheimes Hinterzimmer, wie die Montenegro-Villa, alles klar. Was finden wir da unten denn? Ezios Anzug. Altairs Anzug. Oh. Auf jeden Fall ein Anzug. Das ist schon mal schön. Schon schick. Glaub nicht, du könntest einfach herkommen, das überwerfen und schon wärst du ein Assassine. Ich habe nicht. Ich würde mir niemals anmaßen. Ist schon gut. Ich weiß, wie verlockend das ist. Nun gut, mein Schüler. Okay. Wir werden bald wissen, ob dir diese Kleider passen. Hab Dank. Ich bin Achilles. Achilles sagt mir gar nichts, ey. Naja. Komm mit, Junge. Wir haben zu tun. Dann weist mich mal ein, Meister.
Haytham Grandmaster. Ein Nichts. Du und dein ganzes Volk. Ihr lebt im Dreck, die Tiere. Begreift nicht, wie die Welt wirklich funktioniert. Was wollen die Templer denn? Also Haytham... Was sie immer schon wollten. Ist der Großmeister, Kontrolle. In den Kolonien sehen sie eine Gelegenheit. Eine Chance für einen Neuanfang. Unberührt vom Chaos der Vergangenheit. Deshalb unterstützen sie die Briten. Hier können sie die Vorzüge ihres Glaubens präsentieren. Ein Volk, das nur diesen Prinzipien dient. Ordnung und Struktur. Ich habe gesehen, was kommt, wenn sie Erfolg haben. Sie müssen sterben, oder nicht? Sie alle. Sogar mein Vater. Vor allem dein Vater. Er weiß aber gut Bescheid, der Alte. Und dann war Haytham also tatsächlich der Anführer der Templer, ja? Sehe ich das richtig? Das scheint ja noch sehr interessant zu werden. Und so übte ich. Ich rannte, ich kletterte, ich kämpfte, ich stürzte. Und für jede körperliche Übungsstunde gab es 2 Lektionen für den Geist. Sprachen, Philosophie, Logik, die Kunst. Achilles lehrte mich sehr viel über die Assassinen und Templer. Ihre Strukturen, Ursprünge und Ziele. Jahrhunderte in wenigen Tagen zusammengefasst. Wir sprachen über die Männer, die mein Dorf niederbrannten. Von Charles Lee und meinem Versprechen an ihn. Achilles erklärte mir, Lee und seine Gefährten seien Templer. Und dass kein Geringerer sie anführte als mein eigener Vater. Wenn ich dem Orden dienen will, ich bin Luke Skywalker. Wären diese Männer meine Ziele. Also arbeitete ich härter, lernte schneller. Doch trotz allen Fortschritts war klar, dass ich noch viel lernen musste. Meine Lehrzeit hatte gerade erst begonnen. Dann untersuchen wir das Ganze doch mal. Hallo? Ich möchte das Ganze gerne untersuchen. Also Haytham ist der Grandmaster, ja? Dann haben wir da Nicholas Biddle, Hickey Underworld, was haben wir da? Johnson, Pitcairn, Lee und Church. Na, die haben wir ja schon alle kennengelernt, die Drecksäcke. Na gut. Uns erstmal hier im Haus um. Dafür, dass er so alt und marode ist, geht er aber eigentlich. Na gut, dann mal auf nach draußen. Oh, es ist schon wieder im Winter. Na dann. Okay, dann starten wir die Mission nochmal. Guten Morgen. Moin. Willst du verreisen? Ich habe entschieden, das Haus herzurichten. Und du wirst mir dabei helfen. Steig ein. Okay. Da habe ich ihn wieder auf eine dumme Idee gebracht. Ich kann ja auch einfach nicht meinen Mund halten. ...1770 ist es mittlerweile schon. Glotz nicht! Verzeih. Komm weiter! Dieser Ort ist unglaublich. Die Leute, dieser Lärm, die Gerüche. Suchst ich könnte Tage hier verbringen und hätte nicht die Hälfte der Wunder dann gesehen. Dann geh doch mal runter ja, zur Werder und dein heute bevorzuge ich die Ruhe des Landes. Wenn ich das so sehe, will ich auch lieber aufs Land. So viel Leben hier. So viele Möglichkeiten. Für wenige, mein Junge. Für wenige.
Nee, das ist mir alles zu voll hier. Da laufe ich lieber im Wald durch die Gegend und lass mich von Pumern und Wölfen angreifen. Kaufe die Sachen auf dieser Liste. Sag ihnen, wo die Kutsche steht. Und sie werden sie beladen. Verstanden? Ja. Gut. Und du brauchst doch einen neuen Namen. Deine Haut ist hell genug. Du könntest glatt als Spanier oder Italiener durchgehen. Okay. Besser, man hält dich für einen Spanier nicht. Als für einen Eingeborenen. Und beides ist besser als ich. Das ist nicht wahr. Wahrheit und Wirklichkeit sind nicht immer dasselbe. Das stimmt wohl. Wie würdest du mich denn nennen? Connor. Ja. Na bitte. Das ist jetzt dein Name. Also gut, fort mit dir. Da haben wir doch. Ich bin Connor. Einen Offizier eliminieren. 5 Gegner bei einer einzigen Attentatsserie eliminieren. Och joa. Aber nicht jetzt. Ich will einkaufen gehen. Ich will meine Ruhe. Es sei denn, die greifen mich an. Dann gibt's aufs Maul. Na, dann rennen wir mal. Natürlich, besser hält man mich für einen Ithaka oder für einen Spanier. Ist klar, normal. Ich habe zwar Pfeil und Bogen auf dem Rücken und hab Lederkluften und sehe aus wie ein Indianer, aber ich bin Spanier. Obwohl Ezio war ja auch Italiener, ne? Also von daher. Dann schauen wir nochmal, ob wir auch das kriegen, was wir haben wollen. Verlaufen? Nein. Ich suche diese Waren. Ich brauche die Sachen von dieser Liste. Wirst du bezahlen oder lieber tauschen? Bezahlen. Ja, guck dir den Gierigen an. Einiges davon habe ich, einiges nicht. Holz ist schwer zu bekommen, seit mein Lieferant verschwand. Aber ich habe Werkzeug und Pech. Nägel auch. Wohin soll ich das alles liefern? Unser Wagen steht am State House. Na, das ging ja einfach. Was braucht ihr, mein Herr? Gucken wir mal. Was haben wir denn sonst noch hier? Karten. Schauen wir mal. Zentralbostentruhen. Oh, die sind aber teuer, ey. Alter Finger. Boah, die sind aber reichlich teuer hier. Wucher. Ich kann ja, glaube ich, Sachen verkaufen, ne? Die Frage ist jetzt bloß, brauche ich die ganzen Klamotten hier noch, ey, für irgendwelche bestimmten Sachen? Kann ich daraus irgendwas herstellen oder sind die einfach nur da, um Geld zu machen? Das ist natürlich jetzt eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Und solange ich das nicht beantworten kann, lasse ich es erstmal. Besser ich habe es und brauche es nicht, als ich brauche es und habe es nicht. Ich sollte zurück zu Achilles. Wer sitzt im Parlament für Boston? Was ist denn hier los? Was wird denn hier gespielt? Voll die Aufruhr. Was ist da los? Gehen zum Zollhaus, um es den Rotröcken mal ordentlich zu geben. Die sind einfach verschwunden. Die Olle auch. Tatsache. Ey, Leute, das kann nicht sein, ey. Das ist ja furchtbar. Das ist mir in den Vorgängern nie. Das was ist war geschehen? In den Vorgängern nie genau so. Genau das werden wir haben. Mit zur King Street. Wir zeigen es denen. Na gut, dann schauen wir mal, was die Sache ist. Am Zollhaus ist was los. Kommt alle mit. Aber. Zack, Pause. Was hier los ist und warum die Leute alle so auf. Ja, das. Sehe ich das nächste Mal ein. Was hier los ist und. Also wirklich. Was hier los ist und warum die Leute alle so in Aufruhr sind, seht ihr im nächsten Part von Assassin's Creed 3, Leute. Haut rein!